So, weiter mit neuer Runde of Life. Wir sind auf Drangreside. Es läuft momentan zum Glück wieder ein XP-Event und deswegen dachte ich mir, gehen wir erstmal den Nelly Dungeon machen. Ist doch ziemlich sinnvoll, oder? Naja, egal. Auf alle Fälle, ich habe noch ein bisschen Sachen verkauft. Was heißt ein bisschen? Ich habe einen Shop aufgemacht, beziehungsweise einen Vendor aufgemacht. Ich habe schon ein bisschen reingeschaut, was wir so eingenommen haben. Bin echt ziemlich zufrieden, ehrlich gesagt. Also, ich habe es nicht rausgenommen. Deswegen haben wir jetzt auch nicht wirklich mehr Geld im Inventar. Ich habe allerdings einen Rymth. Also ich muss mich echt mal informieren, wie man dieses Set ausspricht. Das ist echt bitter. Naja, auf alle Fälle, ich habe ein Set zusammen gekauft, habe das gleich mal umgetranst auf weiblich, die Teile, die noch nicht weiblich waren. Und, genau. Das ist auf alle Fälle mal so das eine. Ich habe nicht mal das Pad draußen. RIP. Okay. Dann auf alle Fälle das eine. Wie gesagt, ich meine, die Set-Teile, die waren echt ziemlich billig und wir haben immer noch ziemlich viel Geld übrig. Also von dem her, ja, keine Ahnung. Warte mal. Vita aktivieren. So, Posibug, Ringmaster. Hä? LOL? Warte mal, Ringmaster hat einen Ghost CC. Hä, WTF? Der ist einfach Ghost CC'd. Hä? Das ist ja komisch. Das hatte ich nie irgendwie. Also, wenn dann schon lange nicht mehr irgendwie. Keine Ahnung. Eigenartig. So, locken wieder ein. Haben wir eigentlich. Okay, wir haben schon 3 Level, aber halt nicht ziemlich hoch irgendwie. Stufe 2, keine Ahnung. Erinnert schon so ein bisschen an Offi irgendwie. Apropos, Offi ist eh ein guter Punkt. Will ich nämlich auch wieder ein bisschen weiterspielen. Ich habe letztens eine Umfrage gemacht, was ihr generell am liebsten sehen wollt. Und da waren nämlich. Leute, Ringmaster auch resistent gegen Routing. Das ist immer cool. Auf alle Fälle kamen auch ziemlich viel Offi. Also, ich glaube, das zweithöchste, was gewotet wurde, war dann Offi. Und ja, natürlich, Offi, wie gesagt, hängt natürlich sowieso auch ziemlich hinterher. Da ist der ganze Scheißmonster beim Ringmaster drauf. Ach komm. Schnell weg, Gau Ender. Come on, Mann. 14k AOE Damage. Okay, so. Das kann ich mir weiter mit der Holy Crossen. 3,7k Attack, das ist echt nicht so viel irgendwie, aber naja. Ist halt besser als nix. Jetzt haben wir noch ganz kurz mal die Sonnen rein. 3,9k Attack, das ist schon ziemlich nice. Oh, Pet war drin. Okay, ich habe jetzt gerade geschaut. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob ich es irgendwie nur vergessen habe oder ob es vielleicht schon draußen war oder keine Ahnung. So. Ja, ich meine, klar, wir könnten jetzt auch Angel's Äxte ausrüsten, aber das sind halt Level 0 und bin jetzt kein so großer Freund von. Ja, Ringmaster erstmal Level ab, okay. So, ich überlege gerade, soll man 120er Boss mal probieren? Ich meine, es wird halt lang dauern. Klar, aber why not? Ja, so schon mal nicht. Hä, what the fuck? So. Ich meine, gut, also dropmäßig oder von Drops her haben wir jetzt echt ein bisschen viel Pech gehabt. Ich meine, wenn man jetzt letztens halt noch ein Schwert gedroppt und so, das war ganz nice, aber ansonsten. Ja, gerade 2 Runs mal wieder gar nichts gedroppt. Mal schauen, vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr. Big Evil Luya, okay. Ja, das wird lustig, Kappa. Das wird ziemlich lustig. Ich meine, was macht das Ding an Schaden? 1,7. Nee, das ist too much. Das ist echt too much. Nein, scheiß Vieh. Okay, ja, das ist too much. Das macht keinen Sinn. Das hat Ringmaster-Akku. Oh, das hat keinen Akku mehr. So taum.
Naja, gut, okay. Gut, also wie gesagt, Ringmaster hat Equipment, das heißt, wir könnten später auch weiterleveln, also weiterleveln mit AOE und so weiter, damit wir halt dann eben nutzen können für Dramnok. Das heißt, für uns das erste Mal, wir teleportieren uns mal Richtung Cursed Aminos. Cursed Aminos. So, okay. XP-Event läuft, beziehungsweise hier machen wir einen 19er. Ich würde sagen, wir leveln sogar bei den Crowbells vielleicht. Ach fuck, ich wollte noch schnell. Passt schon. Die ganzen Milliarden abholen, ne? Gut, ich meine, Ringmaster auch wieder 32 Millionen. Also, es geht schon. Ich meine, Geld verdienen ist eigentlich relativ ähnlich wie im Off-Fee. Du kannst über ganz viele verschiedene Wege irgendwie dein Geld verdienen. Was ganz cool ist. Jetzt schon wieder ein Ghost DC oder was? Jetzt habe ich schon wieder ein Ghost DC. Hey, was ist denn gerade los? Komisch. So, okay. Also, wir haben sogar nochmal was bekommen, lol. 5 Millionen. Ja, ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Wert für das Zeug gehabt. Warte mal. Lass mal schauen, dass hier wirklich alles rausgeht. Nochmal 500k. Wie gesagt, das war jetzt nicht so krass. 10 Millionen, ganz nett. 500k. Leider steht da genau dabei, was ich verkauft habe. Ich glaube, es ist irgendwelche Set-Teile oder so, keine Ahnung. Ja, nochmal 5 Millionen. Das ist ganz cool eigentlich. Also, das passt. Ah, genau, das haben wir schon geschickt. Jupp, das mache ich sowieso. Oh. Habe ich leider auch schon verschenkt, sorry. Okay, so, dann würde ich sagen, ein Upgrade macht keinen Sinn. Ne, passt. Okay, gut, dann gehen wir mal Richtung Cursed Aminos. Nein, das wollte ich nicht. So, okay. Gut, dann mal schnell mit dem Ringmaster followen, wenn das möglich ist. Jetzt habe ich schon wieder ein Ghost DC, Mann. What the fuck ist denn los? Ey, das gibt es doch nicht. Ich hoffe, ich Ghost DC jetzt nicht die ganze Zeit dann beim Leveln. Und die Captain 117 sollten dann die anderen sein. 117. Da ist der Boss. Der Big Boss. Liegt es an Channel 3 oder Ping ist sehr gut, okay. Ich weiß nicht, ob man. Naja. Also, ich hoffe jetzt wirklich, dass man nicht jetzt irgendwie beim Healen oder so disconnecten oder keine Ahnung. Ich habe jetzt nämlich echt keinen Bock zu sterben. Okay, so. Dann hauen wir ganz kurz hier schnell die Amplis rein. Bindet. Passt. Irgendwas ist auch nochmal 4 Binded Amplis oder sogar mehr als 4. Bin mir gar nicht ganz sicher. Ja, ich meine, Schaden, den man kassieren, der ist recht gering eigentlich. Ich meine, gut, das Spawn ist hier generell nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich würde sogar mal. Naja, ich würde jetzt nicht sagen, er ist. Das ist der Office-Spawn, aber. Naja, da hinten nicht. Von den Smalls ein paar weniger irgendwie. Small könnten ein paar mehr sein, finde ich. Aber, ja, keine Ahnung. Ich will da hinten jetzt hier rein AOE natürlich richtig geil. Was Small? Small dürfte fast sogar der normale Small-Spawn sein, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, wie viele Leute spielen schon auch hier irgendwie AOE Blade oder AOE Knight oder so? Also, AOE Knight vielleicht noch eher ein paar mehr, aber AOE Blade. Naja. Dürften es relativ wenige sein. Bullhamstern, das hat auch schon einen neuen Effekt. Also neu in Anführungsstrichen. Warte mal, ich habe gar nicht auf die XP geachtet. 72,74. Oh. Huhu. Okay. Also die XP sind auf alle Fälle am Start. Problem ist nur, Alter, die kritten zwar richtig viel. Holy moly. Das ist aber gar nicht mal so cool. Also ich meine, es sind jetzt halt schon ein paar Level über uns, 6 Level drüber. Zum AOE hat es gar nicht mal so lustig. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sind halt eigentlich noch ein Level oder vielleicht sogar 2 Level zu niedrig, um hier zu leveln. Das ist das Problem.
Also, ich meine, Small gehen, aber die normalen, oder? Wobei. Ich meine, ich tank die echt ganz gut weg irgendwie. Also, ich kassiere jetzt kaum Schaden eigentlich. Hm. Aber eh bleibt OP. Ja, okay, gut, die machen Single Hits. Stimmt, 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 stimmt. Habe ich ganz vergessen. Stimmt, die machen Single Hits. Ich bin gerade noch das Ganze so gewohnt von den Double- und Triple-Hit-Monstern da. Aber Single-Hits sind natürlich dann schon recht entspannt irgendwie. Also auch wenn ihr mal irgendwie 2 LK oder so durchkriegt, dann geht das. Jetzt haben wir auch schon die 30 KHP geknackt. Ja gut, ich meine, Blaine-Set muss natürlich noch auf plus 8 mindestens. 16% HP haben wir schon reingesockelt. Ansonsten, ja gut, die Schwerter müssen wir noch ein bisschen sockeln. Ich denke mal so in der Richtung, wenn wir auf alle Fälle dann noch was machen für Dramnok. Decks. Typisch. Und auf meine Suit kriege ich irgendwie Crit-Schaden und so ein Scheiß. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ja, ich habe es, glaube ich, übertrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, AOE-Jan ist zwar echt episch, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich ausreicht. Damit sie nicht zu frecken. Ja, ich kriege echt wenig Schaden. Und Level Up, nice. Alter, wir kriegen echt wirklich, also wir kriegen wirklich wenig Schaden. Das ist echt ein Witz, was wir hier kriegen. Jetzt kriege ich einen Anruf. Mann, warum denn jetzt? So, kurz vor muten. Okay, der Anruf war schon mal fake. Also nicht fake, sondern ist vielleicht unbewusst draufgekommen oder so, keine Ahnung, bin mir sicher. Wir sind jetzt 113. Alter, das geht echt schnell. Also gut, okay, wir haben jetzt gerade ein XP-Event, dann deswegen geht es natürlich gerade um einiges schneller als sonst. Ja, die XP sind trotzdem super. Es waren jetzt, wo haben wir angefangen? 72? Ne, unter 72, oder? 60-70% oder so? Ziemlich gut eigentlich. Weapon Level 16 haben wir momentan. Ich glaube, Maximum muss da wie viel sein? 30 oder 32 oder irgendwie so. Ich glaube, 30 ist es. Geht eigentlich. Lol, das Ding ist abgelaufen? Wie kann das Ding ablaufen? Lol. Hätte ich das Kurs hätte ich gestern in Antrag genommen. Das ist doch blöd. Alter, die XP. Blessing of Goddess. Okay, nice. Was haben wir da noch vorher gerade weg? FPS, ja. Nur Müll. Ringmaster hat schon 81%. Jetzt kriege ich wieder einen Anruf. What the fuck? So, okay, ich bin jetzt gerade irgendwo mit haufenweise Nachrichten zugespammt worden. Neue Nachricht. Wahrscheinlich wird die ganzen Sachen zurückbekommen vom Vendor oder so. Der Gegenstand ist ungültig. Okay, eigenartig. Bin mir nicht sicher, warum oder weshalb, aber. Naja. Die ganzen Power-Ups, die wir gerade anhaben zum Leveln, das ist echt schon. Ich muss sagen, ich level es oder ich spiele so lang, schon so lang PS, aber ich spiele so oft PS, aber. Aber. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt gerade mal so zurückdenke, auf die meisten Servern spiele ich maximal mit Fly for Fun und vielleicht noch einen Upcut dazu. Zum meisten also die Standard-Power-Ups. Aber dass ich wirklich mal irgendwie. Ich glaube, es sind keine Custom-Power-Ups, die gibt es auch im Offi. Aber dass ich wirklich mal mit mehr Power-Ups hier auch mal leveln kann und so weiter, passiert irgendwie echt selten, muss ich sagen. Keine Ahnung warum, aber. Weiß ich nicht genau. Gut, ich muss gerade feststellen, wir haben jetzt eigentlich im Dungeon gar nichts gedroppt, oder? Ja, eigentlich haben wir gar nichts gedroppt. Naja, müssen wir mal schauen. Verkauft jemand 7500 DP? Das sind 75 Euro, oder? 12 Millionen für 100. 120 Millionen für. Ernsthaft? So billig sind die Donates. 10 Euro, 120 Millionen.
Kann das wirklich sein? Hä, ist das echt so? Echt so billig? Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, was mit den Nades so machen kann oder so. Aber kommt mir jetzt irgendwie schon ziemlich billig vor, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich muss gerade so rein subjektiv. Klingt es das nicht so teuer? Also ich meine, Pay-to-Win-Elemente, glaube ich, sind diesmal kaum drin, soweit ich weiß, oder gar keine sogar, bin mir nicht ganz sicher. Und ansonsten, passt das eigentlich. So, awake mal irgendwie den ganzen Shit da. Die Hälfte braucht man eh nicht. In plus 1, genau, das ist wieder so. Das ist einfach wie so ein Meme irgendwie. Wobei noch größeres Meme wäre jetzt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Race Helm Int plus 35 oder so. Irgendwie so ein Scheiß. Ich glaube, Tom hatte mal irgendwie einen. Oder was waren das? Ich glaube, Cruiser Boots mit. Ne, nicht Cruiser Boots. Ich glaube, irgendwo oder Teber Boots, also glaube ich, waren das. Teber Boots mit 42% Crit-Schaden oder so awaked. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher Server das war, aber das war auch auf dem Server da wirklich was Besonderes. Also der hatte glaube ich da, oder hätte wochenlang oder monatelang die beste Erweckung gehabt auf dem Server. Wenn es halt auf einem Cruiser-Teil oder halt auf irgendwas brauchbarem gewesen wäre. Was es halt nicht war. Ich muss sagen, dieses Grinden Flife. Keine Ahnung, es ist irgendwie so cool irgendwie, weil ich meine, dieser lineare und stetige Fortschritt ist einfach so episch, weil, wie gesagt, ich meine, es ist halt eigentlich objektiv betrachtet komplett dumm, aber wobei eigentlich nicht mehr dumm, vielleicht eigentlich sogar ziemlich genial, weil man muss aber bedenken, man hat einfach diesen dauerhaften Fortschritt, du bist beim Leveln und du kriegst einfach dein Geld zusammen nebenbei. Und ich meine, ich hab lange überlegt und so, ich meine, du hast das irgendwie auch in anderen Games, aber in anderen Games. Ich meine, ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt so wirklich von Game zu Game hoppt, aber dieses Feeling irgendwie generell, dass du halt wirklich so den ganzen Stuff da zusammenkriegst, das ist so selten irgendwie. Ich meine, bei den meisten Spielen musst du irgendwie questen oder so ein Scheiß. Ja, das ist ein typisches Meme. Dex plus 13, Int plus 16, STR plus 7. Ja, genau. Naja, ich bin erstmal die Folge, ich baue einen Timelapse mit ein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.